Willkommen, liebe Freunde von Modern Bahn, zu Teil 2 der Ausgabe 73. Das Reiseabenteuer geht weiter mit der Rennsteigbahn durch Schweden. Im letzten Teil fahren wir nach Stockholm. Zuvor besuchen wir das Eisenbahnmuseum in Luleå. Und von Stockholm aus geht es weiter nach Malmö und schlussendlich mit Seeüberfahrt nach Sassnitz. Die Nacht war kurz, aber schön und der Zug rollte weiter in Richtung Süden. Halt des Tages ist die Universitätsstadt Luleå. Nach einer Nachtfahrt erreichen wir am nächsten Morgen dann Stockholm. Hier angekommen, stand die Besichtigung eines Eisenbahnmuseums auf dem Plan und der begann mit einer traurigen Mitteilung. Museumshallen der Malmbananensvenner abgebrannt. Schaden geht ins Unermessliche. Wie kann man auch historisches Gut in Geld aufwiegen? Diese Bilder zeugen davon, dass alles Material dem Raub der Flammen zum Opfer gefallen ist. Die Sammlung umfasste 20 Loks, ca. 70 Wagen und weiteres Zubehör. Die abgebrannten Hallen dienten im Zweiten Weltkrieg der Versorgung deutscher Truppen. Man vermutet einen politisch motivierten Anschlag. Das neue Eisenbahnmuseum befindet sich 6 Kilometer vom Zentrum Luleå entfernt. Das Museum wird von den Freunden der Malmbahn betrieben. Der Schwerpunkt des Museums ist die Erhaltung von Fahrzeugen, die auf der Erzbahn Malmberget, Kiruna, Narvik unterwegs waren. Neben zwei Fahrzeughallen gibt es auch ein großes Freigelände. Hier sind zum Beispiel in historischer Reihenfolge Lokomotiven, Sonderfahrzeuge, Erzbahn sowie Güterwagen aller Epochen zusammengestellt. Im Museumsgebäude selbst findet man noch Interessantes zur Geschichte und Fahrzeugmodelle. Nach dem Museumsbesuch geht die Fahrt weiter Richtung Stockholm. Die Hauptstadt Schwedens werden wir aber erst am nächsten Morgen erreichen. Wir nutzen die Weiterfahrt am Nachmittag wieder dazu, den Zug von der Straße aus zu begleiten. Ein kurzer Zwischenstopp sollte zum Nachfassen der Wasservorräte genutzt werden. Der Teufel lag hier im Detail. Wasser war da, floss aber nicht von selbst in die Behälter der Speisewagen. Ein Engpass drohte. Jetzt war Organisationstalent gefragt. Wasser fassen musste nun also beim nächsten außerplanmäßigen Halt wiederholt werden. Im Salonwagen wurde währenddessen der Filmbeitrag der TV-Sendung Eisenbahnromantik
über die vergessenen und wiedergeborenen schwedischen Dampfloks vorgeführt. Rutger selbst war bei dieser Aktion dabei und gab vor der Aufführung seinen Erlebniskommentar dazu ab. Kurz vor Bastutresk können wir den Zug beim Überqueren des Rheingardsdammen ablichten. In Bastutresk angekommen, der zweite Versuch des Wasserfassens für die Speisewagen. Diesmal ging aber alles gut, dank Scania Power. Wir fahren auf der Straße weiter mit dem Versuch, den Zug noch einmal im günstigen Filmlicht und Position zu erwischen. Und es hat geklappt. Wenners, dem nächsten kurzen Halt des Zuges, sorgt ein Bahnhilfsfahrzeug bei der Durchfahrt durch den Bahnhof für allgemeine Heiterkeit. Die Reise geht weiter mit einer Nachtfahrt. Am nächsten Morgen erreichen wir Stockholm, die Landeshauptstadt Schwedens. Unser Zug wird im alten Hafen abgestellt. Wir erkunden Stockholm. Stockholm hat rund 870.000 Einwohner. Damit ist die geschichtsträchtige Stadt die größte in Schweden vor Göteborg und Malmö. Im Großraum Stockholm leben etwa 2,1 Millionen Menschen, womit er der größte Ballungsraum Skandinaviens ist. Im 17. Jahrhundert stieg Schweden zur Großmacht auf. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Stadt Stockholm wider. Von 1610 bis 1680 versechsfachte sich die Einwohneranzahl. 1634 wurde Stockholm offiziell zur Hauptstadt des Schwedischen Reiches. Nach dem politischen Aufstieg folgte diesem Ereignis auch bald der wirtschaftliche Aufstieg. In dieser Zeit entstanden auch einige der großen Bauten und Paläste, die die Macht des Landes und seines Adels symbolisieren sollten. Stockholm ist Residenz des Königspaares, Sitz einer Universität und mehrerer Hochschulen. Im Stadtgebiet liegen 14 Inseln, die durch 53 Brücken verbunden sind. Die Gamla Stan mit seinen kleinen Läden und romantischen Gassen ist das historische Herz von Stockholm. Sie besteht im Grunde aus drei direkt aneinander grenzenden Inseln, Stadsholmen, Ritterholmen und Helgeandsholmen und ist Touristenmagnet Nummer 1.
Das königliche Schloss, gebaut zwischen 1697 und 1754, liegt auf der Ostseite der Altstadt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die königliche Familie allerdings lebt im Schloss Drottningholm auf der Insel Lovö am Rande der Stadt. Beinamen wie Venedig des Nordens, schwimmende Stadt, kleinste Großstadt oder größte Kleinstadt der Welt hat Stockholm schon von begeisterten Besuchern verliehen bekommen. Und wir können das eigentlich auch nur bestätigen. Das Riksdagshuset, das Reichstagsgebäude in Stockholm, ist der Sitz des schwedischen Reichstages. Das Gebäude liegt auf der Insel Helgeandsholmen und wurde zwischen 1897 und 1905 erbaut. Vom Stockholmer Rathaus mit seinem begehbaren Turm in 105 Meter Höhe bekommt man eine wunderschöne Sicht auf die Stadt. Die Landeshauptstadt beherbergt auch unzählige Museen. Zu den Top 10 gehören unter anderem das Wasamuseum oder aus modernerer Zeit das Appa-Museum. Für Fans von Appa ein Muss. Stockholm hat eine modern geprägte Innenstadt und lädt zum Bummeln oder Shoppen ein. Hier findet man alles, was das Herz von Frau oder Mann begehrt. Viel zu schnell vergehen die Stunden, es ist Abend geworden. Auch jetzt zu später Stunde kann man dem Trubel der Stadt noch viele schöne Momente abbringen. Der vorletzte Tag der Reise führt von Stockholm nach Malmö. Es beginnt der vorletzte Reisetag unserer Rundtour durch Schweden und der beginnt mit einer Verspätung. Die MA403 wurde durch einen Blitzschlag ins Stromnetz der SJ stromlos. Die Akkus waren restlos leer. Als Ersatz kam eine E-Lok von Green Cargo als Vorspann. Weiterfahrt gerettet. So, meine Damen und Herren, dann herzlich willkommen zum Tag 8 an Bord unseres Sonderzuges. Thank you.
Nach dem Verlassen von Stockholm kam ein Hilferuf der Speisewagenbesatzung an die Fahrgäste. Männliche Kartoffelschäler wurden gesucht oder Mittagessen fällt aus. Und das geht gar nicht. Ganz freiwillig kamen sie aber trotzdem nicht. Sie wurden geködert. Mit guten Jäcklein aus Ilmenau. Das erstmal zwei Unbeteiligte vorkosteten. Der Spaß dabei kam aber auch nicht zu kurz. Aufgabe lautete, Figuren schnitzen aus Kartoffeln. Also meine Damen, so geht das mit den Männern. An dieser Stelle wird es auch Zeit, dem gesamten Team der Rennsteigbahn und ganz besonders dem Speisewagenteam ganz herzlich für die geleistete Arbeit zu danken. Das Speisenangebot war obersuper, die Waage zu Hause wird sich freuen. Also liebe Mädels und natürlich auch die drei Jungs, ihr wart spitze. Und dass sie spitze sind, gaben sie mit guten Tipps und Rezepten im Rahmen eines Cocktail-Lehrgangs im Salonwagen weiter. Es hat allen Spaß gemacht und lecker war es auch, hat mir Fred erzählt, der als Kameramann dabei war. Er war aber auffallend gesprächig, woran das nur lag. Am Abend erreichen wir Malmö. Nach dem Einchecken im Hotel nutzen wir das Tagesrestlicht aus für einen kleinen Stadtrundgang. Im Stadtzentrum dominiert der Rathausplatz nebst Rathaus. Der große Platz an der Stortorget befindet sich nur wenige Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt und liegt im Altstadtkern von Malmö. Bereits vor 500 Jahren war er als Skandinaviens größter Marktplatz bekannt. Vom Rathausplatz gelangen wir weiter in die Innenstadt, die mit einer Mischung zwischen alten und modernem Baustil geprägt ist. Vom Charakter präsentiert sich Malmö als eine typische Hafenstadt mit internationalem Flair. Mit diesen Bildimpressionen verabschieden wir uns von Malmö, denn die Nacht wird wieder kurz und die Reise in die Heimat bis nach Ilmenau lang. Jetzt heißt es, von Schweden Abschied nehmen. Unsere Reise führt heute über Trelleborg, Sassnitz, Berlin und Bitterfeld nach Ilmenau. Bevor wir Malmö verlassen, kommen alle Fahrgäste des Zuges am Bahnsteig zusammen, um Danke dem schwedischen Team zu sagen. Das ist wieder der Punkt, wo wir ja nicht nur auf Wiedersehen sagen möchten, sondern uns auch ganz, ganz herzlich bedanken möchten bei allen, die hier so tatkräftig getan haben und dafür gesorgt haben, dass wir so eine wunderschöne Schwedenreise erleben durften. Und ich denke mal, wer das jetzt verinnerlicht hat, was wir in Schweden alles sehen durften, das dauert noch eine Weile, ehe man alles verarbeitet hat. Aber es ist auch der Punkt, wo wir Danke sagen möchten.
an alle die, die an diesem Event teilgehabt haben und die an diesem Event dazu beigetragen haben, dass es so eine schöne Reise geworden ist, genauso wie wir uns vorgestellt haben. Und da wir gedacht haben, alles Mögliche hilft ja nichts. Vitamin B ist immer gut, B wie Bier. Ja? Weil wenn er da nämlich eine Flasche trinkt, dann denkt er an uns. Und ich möchte hier nochmal im Namen aller Danke sagen. Und ich denke, das ist ein Applaus. Morgen, ganz besonderes. Ja, ja. Hey, you come to Germany. Ja, ja. 1, 2, 3. Und wir hoffen, dass wir irgendwann in Zukunft noch einmal sehen. Okay. Vielen Dank. Pünktlich verlassen wir Malmö in Richtung Trelleborg. Vollgepackt mit vielen Eindrücken verlassen wir Schweden in Richtung Deutschland. Mit der Schiffsverladung unseres Zuges geht das Reiseabenteuer Skandinavien erleben 2016 zu Ende. Pünktlich legt die Fähre ab. Jetzt bleibt Zeit, seinen Reisegedanken nachzuhängen und die Überfahrt zu genießen. Knapp 4 Stunden später haben wir wieder Sassnitz erreicht. Unser Zug wird auf das Festland gezogen. Wie auch schon bei der Hinfahrt bringt uns unsere Zuglok die BR211 standesgemäß nach Hause. Es war eine schöne Reise, voller Abenteuer, Eindrücke und Momente. Mit dem letzten Teil unseres Reiseabenteuers mit der Rennsteigbahn geht auch unsere Sendung zu Ende. Wer den ganzen Film dieser Reise auf DVD haben möchte, kann sich gerne an die Rennsteigbahn wenden. Adresse ist jetzt eingeblendet. Ansonsten sehen wir uns hier in 4 Wochen wieder auf gleicher Welle und Kanal. Und für alle, die noch in den Urlaub wollen, gute Erholung und kommen Sie auch gesund wieder. Also bis in 4 Wochen. Tschüss, Ihr Frank Buttig.